Ja, zaubern wir uns mal ein schnelles, nettes Mittagessen. Ofenvorheizen läuft hier öffnen. Ja, das ist auch ein Thema, ne? Meine Haare sehen aus, ne? Meine Augen jucken, wenn ich jetzt allein zu meinem. Das meine ich, diese Wichspackung. Nur eine Fickscheiße Dreckspackung, die hier jetzt verpisst ist. Mann. Klappt nie jetzt, Scheiße. Ja, Flammkuchen. Heißt, wir brauchen einmal Flammkuchen, dadurch, das sind so fertige. Finde ich eigentlich ganz cool, dass es so fertig Linge gibt. Da hat man dann, ich weiß auch nicht, ich hatte sie jetzt nicht gekauft. Und ich denke, wusste gar nicht, dass es so Fettiglinge gibt, aber das ist ganz schön. Die sind eigentlich ziemlich einfach zu machen. Sind wir mal ehrlich, Flammkuchen sowieso das einfachste der Welt eigentlich. Könnte man sagen. Wir nehmen uns hier ein bisschen Schmand, manche sagen Creme French, manche sagen Schmand, manche sagen mach beides drauf. Da kommt es dann ja auch mal drauf an, wenn man das jetzt deckeln will, die Nummer. Ne? Immer darauf an, wenn man die nochmal hier deckeln will, beziehungsweise wie viel Schmand, Creme Fraiche gemischt. Wie gesagt, manche machen nur Schmand, manche machen Creme Fraiche. Ich muss auch sagen, ich mache manchmal Creme Fraiche drauf, manchmal mache ich nur Schmand, manchmal nur Creme Fraiche. Also je nachdem, was ich gerade habe, weil Flammkuchen kannst du auch selber machen. Selbst im Teig, allerdings da ist dann wieder halt dieses, man muss halt ein bisschen Handwerk anstecken. Da hat man, haben die meisten eigentlich, ich ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock drauf. Aber so rahmen die eigentlich mal hier ein bisschen ein. Ein bisschen Reste raus, so ein bisschen verteilen noch. Ne? Und ja, hier nicht so Decken, wo es halt dick ist und Decken, wo es halt dick ist. Witzig, ne? So, guck mal hier, haben wir das hier einmal vernünftig von oben bis unten, rechts und links verteilt. Fertig. So, dann einmal das übliche Bild, einmal ordentlich einen Schuss Salz drüber. Kann man ja vorher schon machen, ja, kann ich auch. So, Salz. Meine Augen brennen immer noch. So nervig. Pfeffer ein bisschen vorsichtiger. Dann will ich halt nicht so dick drauf haben. Tinken Pfeffer drüber. So, träufeln. Ja. Dann habe ich hier meine vorgeschnittenen Zwiebeln. Ich nehme da normale. Gibt es ja dann auch wieder Leute, die sagen, ja, man muss hier die Nudeln nehmen, die sind Müll da und bla hier, Sulz da. Und Gedöns. Bla, Sulz und Gedöns könnte man sagen. Das Ende vom Lied ist letztendlich scheißegal. Muss man halt ein bisschen nett verteilen, wie man es halt macht, wie man es beim Pizza macht, Thunfisch, was weiß ich, Paprikas, ne? Auch so die Ecken ermischen. Also oft ist, dass du an einer Ecke dann halt viel hast und dann den, oh, das brennt immer noch im Auge. Die ist sehr widerstandsfähig gewesen, diese Zwiebel. Sehr aggressiv, konnte man auch sagen, unter anderem. So, und ein bisschen Tunnel oben. Hier ist auch in der Ecke oben ein bisschen wenig Getunnel drin. Hier in der Ecke noch ein bisschen. So. Zwiebeln auch erledigt. Dann brauchen wir noch einmal. Da kann man sich das mal überlegen, ob man jetzt Speck nimmt, den kleinen schneidet, generell Schinken nimmt, den kleinen schneidet. Oder ob man jetzt ein Teil wie ich. Oh, kann immer noch. Schinkenwürfel nimmt. Man kann natürlich auch Speckwürfel nehmen, also je nachdem, was du fetttechnisch, obwohl, sind wir mal ehrlich, wenn du Schmand drauf machst, ist es auch egal, ob du. Schinken oder Speckwürfel drauf machst. Dann ist der Drops sowieso gelutscht mit dem Fett am Mal. Aber naja, das sind Flammkuchen. Da erwartest du sowieso nicht viel von. Als Zwiebeln, Speckwürfel auf Teig. Mit ein bisschen Fettschmand als Grundlage. Da ist das schon okay. So. So. Hier ein bisschen da. Hier ist ein bisschen nicht. So, ein bisschen Watte dran gekommen. Hier oben an die Ecke wieder. Typische Ecke, wo man nicht guckt. So, guck mal, dann haben wir hier unser Flammküchlein, die kommt in den Ofen. Oh Mann, das brennt im Auge.